Im Sommer 1949 verließen drei Züge einen geheim gehaltenen Ort in der Sowjetunion. Arsamas 16. In einem saßen Wissenschaftler, in dem anderen Soldaten und der dritte beförderte eine Atombombe. Es muss nicht erst erwähnt werden, dass die ganze Operation unter größter Geheimhaltung stattfand. Auf der gesamten Route gab es für diese Spezialzüge nicht ein einziges Stoppsignal. Alles war auf freie Fahrt geschaltet. Sie waren auf dem Weg nach Kasachstan, um die erste rote Bombe zu testen. Alles verlief nach einem genau festgelegten Plan für den Fall, dass der Zug unterwegs in einen Hinterhalt geraten würde. Auf einem Treffen des Politbüros ein paar Tage zuvor hatte jemand gefragt, und was tun wir, wenn die Bombe nicht funktioniert? Stalin hatte geantwortet, wir können die Wissenschaftler erschießen. Am Ende der Reise wartete der Moment der Wahrheit. Er sollte die Nachkriegswelt erschüttern. In den ersten Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges befanden sich die USA im Siegestaumel. Sie hatten über Japan triumphiert, sie hatten die faschistische Bedrohung in Europa erfolgreich bekämpft und sie allein besaßen die stärkste Waffe. Die Amerikaner fühlten sich als die Herren der Welt. Keiner reichte an sie heran. Was sie nicht wussten? Zur gleichen Zeit bereitete sich der sowjetische Geheimdienst auf einen der größten Spionage-Coups der Geschichte vor. Noch heute, über 50 Jahre später, treffen sich sowjetische Agenten, um ihren Sieg in Europa zu feiern und des Triumphes zu gedenken, den der KGB in dem darauffolgenden Kalten Krieg davontrug. Einer ihrer Spitzenleute, General Pavel Sudoplatow, hat seine eigenen Erinnerungen an diese Zeit. Gegen Kriegsende erhielt er eine wichtige Aufgabe, eine Mission, die das Gleichgewicht der Mächte in der Welt für immer ändern würde. Ich erhielt den Auftrag, im Volkskommissariat eine Spezialabteilung für innere Angelegenheiten zu gründen, um das Atomprojekt zu entwickeln. Diese erhielt den Namen Abteilung S. Die Geheimpolizei hatte ihren Sitz in der Lubjanka. Es war das gefürchtetste Gebäude der Sowjetunion. Sudoplatow kannte sich dort gut aus. Für politische Attentate ausgebildet, war er im Zweiten Weltkrieg für Sabotage und Guerillakämpfe zuständig gewesen. Seinem neuen Job sollten noch mehr Menschen zum Opfer fallen. Die Abteilung S wurde die Zentrale des Geheimprojektes zum Bau einer sowjetischen Atombombe. In den Kellergewölben der Lubjanka lagen mehr als 10.000 Dokumente über die amerikanische Atombombe. Sie waren während des Krieges von der Spionageabteilung zusammengetragen worden, unter der Leitung von Lavrenti Beria, Stalins Henker. Er hatte den Ruf, der skrupelloseste Intrigant im Kreml zu sein, mit einem geradezu besessenen Hang zur Geheimhaltung. Als die ersten Dokumente eintrafen, erlaubte Beria nur einem einzigen Mann, sie zu sehen. Igor Kurtschatow, ein brillanter Physiker, der das sowjetische Atombombenprojekt leitete. Kurtschatow gab sich alle Mühe, mit der Flut von Informationen fertig zu werden. Aber ohne Unterstützung war das ein hoffnungsloses Unterfangen.
Wie schwach die Position der Sowjets wirklich war, war deutlich geworden, als die amerikanische Atombombe Japan verwüstete. Dieses Ereignis veranlasste Stalin zu einem Ultimatum. In 5 Jahren musste die sowjetische Atombombe fertig sein. Stalin übergab Beria die Führung des Projekts und rief Pawel Sudoplatow dazu. Sudoplatow verpflichtete umgehend Leute, die genug von Wissenschaft verstanden, um das Material in den Kellern zu sichten und die verschwiegen genug waren, nicht über dessen Existenz zu sprechen. Die Geheimpolizei übernahm die Rekrutierungen. Der erste, der Besuch bekam, war ein junger Physiker namens Jakow Terlecki. Ich wurde in das Hauptquartier des Geheimdienstes in der Lubjanka bestellt und so eine Einladung galt generell als unerfreulich. Der nächste, den Sudoplatows Männer aufsuchten, war Arkadi Rylov. Einer der Männer sagte zu mir, melden Sie sich in der Lubjanka. Ich war entsetzt und habe gefragt, was habe ich getan? Sie fingen an zu lachen, weil ich gedacht hatte, sie wollten mich verhaften. Sie hatten sich einen Spaß mit mir gemacht und sagten, wir schicken Sie nicht ins Gefängnis, man bietet Ihnen einen Job an. Ich informierte Beria über meine Auswahl und er erteilte mir den Auftrag, die beiden Männer genau unter die Lupe zu nehmen. Er wollte wissen, ob sie tranken, zu viel redeten und so weiter. Als ich ihm sagte, so genau würde ich sie noch nicht kennen, antwortete er, ich sage Ihnen, was Sie tun werden. Laden Sie sie zu sich zum Essen ein. Sorgen Sie dafür, dass während des Essens reichlich zu trinken auf dem Tisch steht. Cognac, Wodka und Wein und bieten Sie viele Vorspeisen an. Ich fragte ihn, wo soll ich das alles hernehmen? Und er antwortete, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Wir liefern Ihnen alles in Ihre Wohnung. Es war eine feudale Party. Für damalige Verhältnisse überwältigend. Es gab Weine und verschiedene Vorspeisen. Aber mir fiel auf, dass Sudoplatow kaum etwas trank. Er nippte nur. Und alle anderen tranken auch nur sehr wenig. Also bin ich ihrem Beispiel gefolgt. Wir tranken auf die Gesundheit von Stalin, auf die von Beria. Alle möglichen Toasts wurden ausgesprochen und dann haben wir uns getrennt. Die beiden jungen Wissenschaftler hatten den Test bestanden und nahmen ihre Arbeit als Agenten für die Abteilung S auf. Die Geheimdokumente, die sie in den Kellern der Lubjanka vorfanden, waren überwältigend. Diese ungeheuer wertvollen Informationen hatten hier 4 Jahre lang auf Eis gelegen. Die Abteilung S wurde erst ins Leben gerufen, als die beiden Bomben in Japan explodiert waren. Dann erinnerten sich plötzlich alle wieder an das Material, das da lagerte. Die sowjetische Geheimpolizei hatte seit Kriegsbeginn Unmengen von Dossiers über die Atombombe angelegt. Einige der wertvollsten Informationen kamen aus New York über einen Agentenführer des KGB, der vom sowjetischen Konsulat aus operierte. Sein Name war Anatoli Jakowlew. Hinter dem Projekt mit dem Codenamen Enormous verbarg sich ein Spionagering, der berüchtigt wurde als das erfolgreichste Spionagenetzwerk, das jemals von ausländischem Gebiet aus agierte. Niemand im Nachkriegs-New York kannte Jakowlew, außer ein paar FBI-Agenten. Einer von ihnen war Robert Lamphere. Lamphere erinnert sich daran, wie er Jakowlew einmal in ein Kino in Manhattan folgte.
Dort wurden die triumphierenden russischen Truppen gezeigt, wie sie durch Moskau marschierten und das Ende des Krieges feierten. Jakowlew ging hinein und setzte sich auf einen sehr guten Platz in der Mitte. Das Kino war etwa zu 25-30% besetzt. Mein Partner und ich haben uns ein paar Minuten später circa 4-5 Reihen hinter ihn gesetzt. Und dann haben wir beide voller Interesse den Film verfolgt, der gezeigt wurde. Dann sah ich plötzlich, dass Jakowlew nicht mehr da war und bekam einen Schreck. Wir haben uns im Saal umgesehen und da saß er ganz vorn an der Seite auf einem der billigsten Plätze. Lärm 4 kam das sofort verdächtig vor und er verließ das Kino mit dem Gefühl, etwas Wichtiges gesehen zu haben. Offensichtlich waren wir Zeuge gewesen, wie ein toter Briefkasten benutzt wurde. Mit anderen Worten, jemand war hereingekommen und hatte etwas unter dem Sitz deponiert. Jakowlew war hinuntergegangen, zu Sitz Nummer 3 in Reihe 8, hatte in dem dunklen Kino unter den Sitz gegriffen und die Nachricht an sich genommen. ...1945 herrschte unter den russischen Agenten in Amerika ein reger Nachrichtenaustausch. Die Spionage boomte, aber Jakowlew konzentrierte sich nur auf ein Thema, Details über Amerikas Bombe. Der Prototyp wurde auf einem Testgelände namens Trinity gezündet. Er war von einigen der besten Wissenschaftler der Welt gebaut worden. Viele von ihnen waren deutsche Flüchtlinge. Und mindestens einer arbeitete als Spion für Jakowlew, der Physiker Klaus Fuchs. Fuchs war schon vor Jahren aus Deutschland geflüchtet, als die Nazis ihn wegen seiner Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei angriffen. Er hatte sich in England niedergelassen und arbeitete dort schon nach kurzer Zeit mit am Atombombenprojekt. Als die Alliierten 1943 beschlossen, ihre Nuklearforschung mit dem Manhattan Project zu koordinieren, wurde die kommunistische Vergangenheit von Klaus Unbedenklichkeitsbescheinigung und schickte ihn nach Amerika, um dort an dem Atombombenprogramm mitzuarbeiten. Fuchs blieb der kommunistischen Partei immer treu verbunden. Bei der ersten Gelegenheit gab er über ein Netz von Kontaktpersonen, die zur Operation Enormes gehörten, wertvolle Informationen an die Sowjets weiter. Im Sommer 1945 schmuggelte Fuchs ein Päckchen aus Los Alamos heraus, das nach New York an Jakowlew und von dort in die Sowjetunion weitergeleitet wurde. Wir haben heute die Übersetzung, die die Abteilung S von diesen Dokumenten machen ließ, sobald sie in Moskau eingetroffen waren. Mehr als 40 Jahre lang waren diese Dokumente unter Verschluss gewesen. Seit dem Tag, als die Originale aus Los Alamos herausgeschmuggelt wurden, hat niemand aus dem Westen sie zu Gesicht bekommen. Auf Anraten von Nuklearexperten haben wir einige der kritischen Passagen aus dem Plan entfernt. Aber was wir zeigen dürfen, ist das Wort Trinity, das oben auf der Seite klar zu erkennen ist. Fuchs hatte eine Blaupause von Amerikas erster Atombombe gestohlen. Ausgerüstet mit den wichtigsten Geheimnissen aus der Nuklearforschung des Westens, war die Abteilung S in der Lage, ihr Projekt voranzutreiben. Aber allein mit den Plänen konnten sie noch keine Bombe bauen. Moskau war nach dem Krieg eine verwüstete Stadt. Praktisch alle Produktionsstätten waren zerstört. Es gab kaum etwas zu essen. Aber die Entschlossenheit der Sowjets, den Klassenfeind zu bekämpfen, wuchs mit jeder Minute. Alle Mittel wurden ausgeschöpft und irgendwie wurden Nahrungsmittel beschafft, sodass die Mitarbeiter der Abteilung S gut für ihre harte Arbeit belohnt werden konnten. Die Abteilung S hatte einen besonderen Status und das Personal genoss viele Vorteile.
Wir bekamen Marken für Essen und Konsumgüter. Außerdem wurde uns von einer Frau jeden Tag das Frühstück gebracht. Wir haben nicht sofort alles aufgegessen, sondern es in unseren Schreibtischen aufbewahrt, um es mit nach Hause zu nehmen. Aber leider gab es zu viele Küchenschaben und Mäuse. Wir fingen morgens um 10 Uhr an und arbeiteten bis 17 Uhr. Dann hatten wir Pause bis 20 Uhr. Danach ging die Arbeit weiter bis mindestens Mitternacht, aber manchmal auch bis 2 Uhr morgens. Innerhalb der Abteilung S gab es viel aufzuholen und das Tempo war unerbittlich. Das Material lag in zwei großen Stahlsafes. Da lagen ca. 10.000 verschiedene Dinge, Fotokopien von US-Dokumenten der höchsten Geheimhaltungsstufe. Jedes trug den Stempel geheim, und wer auch nur ein Wort darüber verlor, wurde als Spion verurteilt. Uns Übersetzern wurde nur gesagt, bereiten Sie diesen oder jenen Artikel für die Sitzung des Wissenschaftlich-Technischen Komitees vor. Wir mussten in Handbüchern nachschlagen, um die Regeln einzuhalten, nach denen geheime Verschlusssachen weitergegeben werden durften. Die Wissenschaftler Rühloff und Terlecki nahmen sie von uns in Empfang und gingen dann zum Bericht in die Kirovstraße. Die Kirovstraße war nur 300 Meter von der Lubjanka entfernt. Aber Rühloff und Terlecki mussten den kurzen Weg im Auto unter militärischer Bewachung zurücklegen. Ein Leutnant begleitete mich. Er hatte ständig eine Walter-Pistole in der Tasche. So geheim war es. In der Kirovstraße Nummer 20 traf sich das Wissenschaftlich-Technische Komitee unter der Leitung von Boris Warnikow. Es war das Nervenzentrum des sowjetischen Atombombenprojektes. Wenn wir hereinkamen, wurden wir in das Empfangszimmer geführt und mussten Bericht erstatten. Nachdem Terlecki oder ich Bericht erstattet hatten, sagte Warnikow, die Genossen, die Informationen brauchen, sollen die Hand heben. Und viele meldeten sich. Die Wissenschaftler in der Kirovstraße verschlangen die Informationen, die Terlecki und Rühloff ihnen gaben. Zum Beispiel verlangten manchmal bis zu 15 verschiedene Personen ein und dieselbe Studie. Sie rissen sich förmlich darum. Wenn die Wissenschaftler nach der Quelle der Informationen fragten, sagte man ihnen, sie kämen von einem konkurrierenden Team von Physikern. Warnikow sagte, es wäre Material aus dem Büro Nummer 2. Das machte alle stutzig. Was war das Büro Nummer 2? Niemand wusste etwas darüber. Aber Warnikow überging alle Fragen und sagte nur, das werden Sie noch rechtzeitig erfahren. Sicherheitschef Beria ließ sie nie wissen, dass das Material aus jahrelanger Spionagetätigkeit stammte. Sowohl die Spione als auch die Wissenschaftler ertranken bald in der Masse der gestohlenen Informationen. Die Zeit wurde knapp und Beria brauchte die Bestätigung, dass seine Männer auf dem richtigen Weg waren. Im Herbst 1945 überraschte Beria Kurtschatow mit einer Idee. Einer der führenden Köpfe in der Atomphysik, Niels Bohr, hatte am Manhattan Project mitgearbeitet und war kürzlich nach Dänemark zurückgekehrt.
Während des Krieges hatte der Nobelpreisträger darauf hingewiesen, dass die Nationen ihr Wissen über die Atomforschung teilen sollten. Aber die alliierten Führer hatten seinen Rat ignoriert. Jetzt hoffte Beria, er könnte Bohr dazu überreden, seine Auffassung in die Tat umzusetzen und der Sowjetunion Amerikas Atomgeheimnisse zu enthüllen. Niels Bohr war für diese Generation von Physikern eine Art Vaterfigur. Ein großer Wissenschaftler, ein Mann, der vielleicht mehr als jeder andere dazu beigetragen hatte, diese internationale Gemeinschaft von Physikern ins Leben zu rufen. Er glaubte fest daran, dass die Wissenschaft auf internationaler Basis viel für die Menschheit tun konnte. Die Sowjets sahen in Bohr einen potenziellen Sympathisanten. Sie erarbeiteten einen Plan, der, wie sie hofften, einen Wendepunkt für den Bau der roten Bombe bedeuten würde. Wir brauchten ein Treffen mit Bohr. Ich muss Ihnen nicht erst erklären, was für ein bedeutender Mann Bohr war. Wir waren mit unserer Arbeit in bestimmten Bereichen an einem toten Punkt angekommen und wussten nicht mehr weiter. Wir beschlossen, Terlecki zu Bohr zu schicken. Sudo Platow ließ mich zu sich rufen und sagte, Beria will Sie sprechen. Wir mussten einige Zeit im Vorzimmer warten, bis er uns empfing. Er wirkte auf mich sehr deprimiert. Er war ein Mann von mittlerer Größe und zeigte nie auch nur den Anflug eines Lächelns. Ein sehr abweisendes Gesicht. Mit einem bedrohlichen Ausdruck. Er zeigte nie das geringste Entgegenkommen. Er sagte nur Hallo und fing an, Fragen zu stellen. Wie werden Sie reisen? Welche Fragen werden Sie ihm stellen? Wie werden Sie sich verständigen? Terleckis Spezialgebiet war statistische Physik und nicht Atomphysik. Er war nur ausgewählt worden, weil Beria keinem der führenden Physiker traute und die Zeit knapp wurde. Kurtschatow und seine Kollegen gaben Terlecki einen Crashkurs in den Grundlagen der Kernforschung. Ich verstand das grundlegende Prinzip, aber wie wurde der Sprengstoff hergestellt und was genau war Plutonium? Sie haben mir alles erklärt, ich bekam regelrechten Unterricht. Kurtschatow übernahm den Hauptteil, er hat mir alles von Anfang an erklärt und ich habe mir Notizen gemacht. Innerhalb von 24 Stunden machte sich Terlecki in Begleitung eines Dolmetschers und eines Sicherheitsoffiziers auf die lange Reise von Moskau nach Kopenhagen. Es war eine äußerst schwierige Mission und alle drei waren sehr nervös. Schon während der Reise spürte ich, dass wir beobachtet wurden. Wasiljewski sagte, der da ist vom amerikanischen Geheimdienst und der vom finnischen. Sie haben uns nicht aus den Augen gelassen. Als wir endlich die Botschaft erreicht hatten, durfte ich das Haus zunächst nicht einmal verlassen. Ich hatte sozusagen Hausarrest. Sie mussten 2 Wochen warten, bis sie die Erlaubnis erhielten, zum Niels-Bohr-Institut zu fahren. Ihre Notizbücher mussten sie allerdings in der Botschaft lassen. Man erlaubte uns nicht, irgendwelche Papiere mitzunehmen, da man befürchtete, wir könnten ein Dokument zurücklassen. Wir mussten alles im Kopf behalten, unsere Fragen und die Antworten. Niels Bohr empfing uns ziemlich reserviert. Und als wir uns begrüßten, fiel mir auf, dass seine Hände zitterten. Das Gespräch begann unverfänglich. Bohr erkundigte sich nach alten Freunden von der Universität. Aber dann versuchte Terlecki zur Sache zu kommen.
Seine Antworten waren nicht gerade aufschlussreich, da wir nach vielen Dingen fragten, von denen auch er nichts wusste. Er fragte uns zum Beispiel nach dem Konstruktionsplan der Bombe oder nach unseren Diffusionstechniken und Anreicherungsanlagen, die er nicht kannte. Bohr war Theoretiker, kein Konstrukteur und daher mit den meisten spezifischen Details des Manhattan Projects nicht vertraut. Das Treffen verlief für Terlecki sehr unbefriedigend. Da er Beria nicht ohne Material gegenübertreten wollte, trafen sich die Russen im Institut zu einem weiteren Gespräch mit Bohr. Bei diesem zweiten Treffen übergab Bohr ihnen ein Geschenk. Es war die Kopie eines Buches über den Bau der amerikanischen Atombombe, geschrieben von einem Physiker, der an dem Manhattan Project mitgearbeitet hatte, Henry Smyth. Das Buch sollte klarstellen, was an dem Atombombenprogramm öffentlich und was geheim war. Es sollte den Physikern verdeutlichen, über was sie frei und offen sprechen durften. Der Bericht war vor 3 Monaten herausgekommen, wenige Tage nach der Bombardierung von Hiroshima. Im September erschienen Anzeigen darüber in der New York Times und es hieß, dass die in Amerika lebenden Russen sofort so viele Exemplare wie möglich aufkauften. Für Terlecki enthielt der Smythe Report große Neuigkeiten, die von der Abteilung S sofort in Umlauf gebracht wurden. Man brachte uns ein Exemplar, das wir übersetzen, verarbeiten und schnellstens druckfertig machen mussten, obwohl nur eine kleine Auflage in Druck ging. Ich hatte auch ein Exemplar, aber ich habe es irgendwo verlegt. Anfangs trug das Buch den Stempel geheim oder eine Seriennummer. Die Briten waren entsetzt, aber Präsident Truman hatte der Veröffentlichung zugestimmt. Mitarbeiter des Manhattan Projects hatten General Groves versichert, es sei harmlos. Doch er befahl Smythe, nur Informationen zu veröffentlichen, die von kompetenten Wissenschaftlern innerhalb eines Jahres selber herausgefunden werden konnten. Trotzdem hat der Smythe Report den Sowjets möglicherweise Hinweise darauf gegeben, welche Wege sie nicht gehen sollten. Wir können noch etwas daraus lernen. Es gibt keine wirklichen Geheimnisse. Wenn ein Mensch etwas herausfindet, dann wird ein anderer mit größter Wahrscheinlichkeit und fast zur gleichen Zeit ebenfalls darauf stoßen. Man braucht nicht viele Informationen, um auf die richtige Spur zu kommen. Der wahre Inhalt des Treffens mit Bohr wurde heiß diskutiert. Laut Veröffentlichungen aus dem Westen hatte Bohr die entsprechenden Behörden über den Besuch der Russen informiert. Aber der ehemalige Leiter der Abteilung S glaubt immer noch, er hätte sie alle ausgetrickst. Immerhin bekamen wir, was wir wollten. Und schließlich war Bohr der Sowjetunion sehr freundlich gesonnen. Nach Aussage von Terlecki war Bohrs eigene Erklärung noch verblüffender. Er wollte, dass jedes Land über die Konstruktion der Atombombe informiert wurde und auch selber eine besaß. Und Russland sollte das erste dieser anderen Länder sein. Bohr unterstützte den Smythe Report und das gab den Sowjets vermutlich das Vertrauen, den Inhalt zu studieren, ohne Falschinformationen zu befürchten. Damit waren sie ihrem Ziel, eine Atommacht zu werden, einen großen Schritt näher gekommen. Einige Monate nach dem Treffen mit Bohr schickte Kurtschatow seine rechte Hand auf eine Reise quer durch die Sowjetunion. Juli Chariton, heute 90 Jahre alt, war damals Sprengstoffexperte. In seiner Jugend hatte er in Cambridge bei Rutherford studiert. Dort, wo auch viele andere Wissenschaftler studiert hatten, die an der Entwicklung der ersten Atombombe beteiligt waren.
Ich glaube, dass Chariton deshalb die zentrale Figur in der ganzen Geschichte ist. Er war mit Kurtschatow befreundet. Sie kannten sich seit ihrer gemeinsamen Zeit am Leningrader Physikalisch-Technischen Institut in den 20er Jahren. Die beiden arbeiteten ausgezeichnet zusammen und es war Kurtschatow, der beschlossen hatte, Chariton in das Projekt mit einzubeziehen. Sehr zur Überraschung vieler, denn zu Stalins Zeiten stellte man sich unter einem Manager jemanden vor, der mit der Faust auf den Tisch schlug, nicht einen ruhigen Menschen mit zivilisierten Umgangsformen. "1946 war Chariton auf der Suche nach einer abgelegenen Gegend, wo Russlands erste Atombombe gebaut werden konnte. Wir benötigten eine freie Fläche mit einem besiedelten Gebiet in der Nähe, wo die Arbeiten mit konventionellen Sprengstoffen durchgeführt werden konnten. Damals reiste er stilvoll, in Begleitung seiner persönlichen Hauswirtschafterin Claudia Jagarowa. In 40 Jahren hat sie sich angewöhnt, sich über die Arbeit ihres Chefs nur sehr zurückhaltend zu äußern. Dies ist der persönliche Salonwagen von Juli Borisowitsch, den er für besondere Verdienste erhalten hat. Was waren das für Verdienste? Weil er Chefkonstrukteur gewesen ist? Ja, er war der Chefkonstrukteur der Atombombe. Damals, 1946, besichtigte Chariton eine ganze Reihe von möglichen Plätzen, bis er sich für ein Gelände entschied, das nur 640 Kilometer außerhalb von Moskau lag. Und dies ist der Ort, für den er sich entschied. Die Stadt Sarow, wo einst im 19. Jahrhundert ein Eremit namens St. Seraphim predigte und wo die Zaren hinkamen, um zu beten. In den kommenden Jahren entwickelte sich Sarow zu einem großen Vorstadtgebiet, wo man sich unter größter Geheimhaltung ausschließlich mit der Produktion von Kernwaffen beschäftigte. Es erhielt den Namen Arsamas 16. Tausende von Gefangenen aus dem Archipel Gulag wurden hier für die Bauarbeiten zusammengetrieben. Ich war überrascht, dass der Bau von Gefangenen ausgeführt wurde, die damals alle in Sicherheitszonen lebten. Sie mussten jeden Morgen und jeden Abend unter Bewachung hin- und zurückgebracht werden. Auch Juli Chariton wusste, wo seine neuen Arbeitskräfte herkamen. Es war sehr unerfreulich, aber was sollten wir machen? Es gab keine andere Möglichkeit. Wo hätten wir die vielen Leute hernehmen sollen, um die Arbeiten in der geforderten Zeit durchzuführen? Mehr als 40 Jahre lang durfte Arsamas 16 niemand ohne Genehmigung betreten. Es war eine verbotene Stadt, wo jeder unter Bewachung lebte. Sie war Teil eines ganzen Netzwerkes von geheimen Brigaden, in denen sich jahrelang alles um die Produktion von Kernwaffen drehte. Unter Stalin und Beria lebten die Menschen in Angst und Isolation. Sogar die Wissenschaftler wurden ständig überwacht. Natürlich stand ich auch unter Beobachtung, wie es damals hieß. Darüber gibt es keinen Zweifel. Ein Mann des Geheimdienstes war ständig an meiner Seite. Dежурный работник
Sie lebten praktisch mit mir zusammen in meiner Wohnung. Sie waren Tag und Nacht in meiner Nähe. Die Geheimpolizei hatte ihre Spitzel überall. Dies war eine äußerst wichtige Geheimoperation und der Preis für jeden, der aus der Reihe tanzte, war hoch. Einer der Männer, die diesen Preis bezahlen mussten, war der Chef der Montageabteilung im Hauptwerk. Er durfte eine offizielle Reise zurück nach Moskau antreten. Er hatte einigen seiner Verwandten gegenüber erwähnt, sie würden es den Amerikanern schon zeigen. Sie hätten ein Budget von so und so vielen Millionen und ihr Projekt würde ein großer Erfolg werden. Für den KGB war das Grund genug, dafür zu sorgen, dass er für 8 Jahre ins Zuchthaus kam. In dieser Atmosphäre der Angst warteten andere gar nicht erst auf ihre Bestrafung. Einer der Arbeiter legte einige Dokumente aus einem Ordner in einem anderen ab. Dann vergaß er es und konnte sie nicht wiederfinden. Er wusste, welche Probleme auf ihn zukommen würden, da er nicht beweisen konnte, dass er sie nicht an irgendeinen Spion verkauft hatte, und erschoss sich. Die Anlagen, um die Bombe zu bauen, waren fertiggestellt. Aber ein wichtiger Bestandteil fehlte noch, eine ausreichende Menge an Uran. Der entscheidende Hinweis, der ihnen wahrscheinlich ein Jahr Arbeit ersparte, kam aus dem besetzten Ostdeutschland. Sowjetische Wissenschaftler, die im Nachkriegsdeutschland arbeiteten, hörten Gerüchte, dass es in der Nähe der amerikanischen Zone große Mengen von Uran geben sollte. Sie wussten nicht genau, wo das Uran zu finden sein sollte. Also haben wir auf dem Fabrikgelände die einzelnen Werkstätten untersucht und tatsächlich fanden wir in einer eine große Menge kleiner Behälter. Auf einem lag ein Stück Karton, auf dem stand in Großbuchstaben Uran. Die Wissenschaftler machten sich sofort an die Arbeit. Heute steht an der Stelle ein Museum. Aber damals bedeckte nur ein riesiges Zelt die Anlage und die Arbeitsbedingungen waren erschreckend. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz waren die Wissenschaftler versessen darauf, weiterzumachen und ihren ersten Experimentalreaktor zu bauen. Der Reaktor steht noch heute, 2 Stockwerke tief unter der Erde. Hier wurde wertvolles Uran mit Neutronen beschossen und wie durch Zauberkraft in das wirksamere Plutonium verwandelt, das die Sowjets so dringend benötigten. Ein ehemaliger Laborassistent erinnert sich an die Stimmung, die an dem Tag herrschte, als der Reaktor in Dienst gestellt werden sollte. Ich bin zum Lagerraum gefahren und man hat mich fein angezogen. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, worum es ging. Als ich zurückkam, schrie Pavel Vasilitsch mich an, wo ist die Krawatte? Und wir fanden schließlich eine irgendwo auf der Militärbasis. Der Grund für die Aufregung war der Besuch Lavrenti Berias, der dem großen Ereignis beiwohnen wollte. Für die Wissenschaftler war es ein kritischer Augenblick. Wenn der Reaktor nicht funktionierte, würden sie ihren Job verlieren, wenn nicht gar Schlimmeres. Als Beria ankam, trug er wie immer seinen 3-teiligen Anzug. Er war ein kleiner Mann von quadratischem Körperbau, sehr eindrucksvoll. Kurchatow stellte uns vor und wir fingen mit der Demonstration an. Die Lampen gingen an, die Nadeln an den Messgeräten schlugen aus, die Signale setzten ein. Und die Wachen bekamen Angst, als der Neutronenzähler anfing zu tickern. Der F1 fing um 18:01 Uhr an zu arbeiten.
Jetzt blieben den Physikern noch weniger als 4 Jahre. Dann musste die Bombe für Stalin fertig sein. Kurtschatow wollte unbedingt, dass Beria erfuhr, wie gut seine Männer bis dahin gearbeitet hatten. Kurtschatow sagte, das ist unsere Kettenreaktion, und er führte Beria herum, aber der antwortete, was wollen Sie, Igor, mein Freund? Zünden Sie eine Bombe für mich und ich werde Sie umarmen. Eight of Britain's newest transport planes, the big Hanley Page Hastings aircraft, have now joined in the RAF Berlin airlift. Our pictures show them leaving Dishforth in Yorkshire on their flight to Germany. Im Sommer 1948 kam es zwischen Kommunismus und Kapitalismus zu einer erbitterten Kraftprobe um Berlin. Über Europa senkte sich ein eiserner Vorhang und die Welt stand erneut an der Schwelle eines Krieges. Millions of people live or die, depending on our adaptability. Stalin versuchte, die Kontrolle über die alliierten Sektoren zu erlangen, indem er eine Blockade über die Stadt verhängte. Die Briten und Amerikaner flogen mit ihren Militärflugzeugen genügend Nahrungsmittel und Kohle in die Stadt und zwangen Stalin dadurch nachzugeben. Es war das letzte Mal, dass die Sowjets ohne eine Atombombe überrascht wurden, mit der sie ihre Drohungen untermauern konnten. Mit dem Erfolg ihres ersten Reaktors hatten Kurtschatows Männer einen Riesenschritt nach vorn getan. Jetzt machten sie sich für den nächsten bereit. In Příbram, in der ehemaligen Tschechoslowakei, wurde in knapp 100 Meter Tiefe Uran gefunden. Es war von den Deutschen gegen Ende des Krieges erbeutet worden und wurde nun in die Sowjetunion gebracht. Das genaue Gegenteil von dem geschah, was General Groves, der Chef des Manhattan Projects, seiner Regierung vorausgesagt hatte. Selbst Groves wusste, wie schwierig es war, Uran aus Erz von geringer Qualität zu gewinnen. Und da er dachte, die Russen würden über kein hochwertiges Uran verfügen, hatte ihn das zu der Annahme veranlasst, sie würden noch circa 20 Jahre brauchen. 1946 hatte er dem Senatskomitee gegenüber sogar erwähnt, dass die Sowjets gar kein Uran hätten. Unsere eigene Spionageabteilung war in Bezug auf das, was in Russland vor sich ging, absolut unfähig. Seit Stalins Ultimatum waren 2 Jahre vergangen. Man schrieb das Jahr 1947 und die Sowjets verfügten jetzt sowohl über das Rohmaterial als auch über die Technologie, Plutonium für ihre Bombe herzustellen. Was ihnen fehlte, war ein funktionsfähiger Kernreaktor und ein Platz, um ihn zu bauen. Dazu wurde ein junger Ingenieur mit Namen Wladimir Merkin zu Kurtschatow gerufen. Er sagte nur, Sie werden den Reaktor im Ural bauen. Packen Sie Ihre Sachen, Sie reisen morgen ab. Als wir ankamen, gab es dort nichts, außer ein paar halb verfallenen Holzhäusern. Überall war Schlamm und die Grundsteine lagen über das Gelände verstreut. Am See war ein Tisch aufgestellt worden und einige der Wachtposten fingen sofort an, nach Schleien zu angeln. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass es große Schleien waren. Sie haben Bratkartoffeln gebraten und wir haben mit enormem Appetit gegessen und getrunken. Wir waren sehr hungrig von der langen Reise. Merkins Aufgabe bestand darin, einen riesigen Reaktor zu bauen, um das Plutonium für die erste rote Bombe herzustellen. Das ist er. Heute ist es nur noch eine Ruine. Der Reaktor wurde abgebaut. Doch während seiner Blütezeit produzierte er genügend Plutonium, um hunderte von Kernwaffen zu bauen. Die Leute arbeiteten ohne Unterbrechung. Keiner zählte die Stunden. Denn sie wussten, dass es für unser Land lebenswichtig war, die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschließen. Он строился всего
Wir brauchten nur ein Jahr und 8 Monate bis zur Fertigstellung, bis der Reaktor mit voller Kapazität arbeitete. 1 Jahr und 8 Monate. Elfhundert Kilometer weiter, hinter dem Absperrzaun von Arsamas 16, war Juli Chariton jetzt im Besitz des Plutoniums, das er brauchte, um seine Bombe fertigzustellen. Hier in diesem Museum wird noch immer eine Kopie davon aufbewahrt. Selbst ein Laie erkennt sofort, dass sie mit dem Modell identisch ist, das im Museum von New Mexico gezeigt wird. Fat Man, die Bombe, die Amerika über Nagasaki abwarf. Heute kann Chariton endlich offen über seine Arbeit von damals reden. Diese Bombe, oder um genauer zu sein, der Mechanismus im Inneren der Bombe, ist grundsätzlich eine Kopie von dem, den die Amerikaner im Jahre 1945 erstmals getestet haben. Damals hätte er für dieses Eingeständnis erschossen werden können. Im Sommer 1949 waren Kurtschatow und Chariton endlich soweit. Jahre fieberhafter Arbeit würden jetzt auf die Probe gestellt werden. Die Bombe verließ Arsamas 16, um die mehr als 3200 Kilometer lange Reise nach Kasachstan anzutreten, begleitet von Soldaten, Wissenschaftlern und den führenden Köpfen des Politbüros. Das Schicksal von jedem Einzelnen hing von ihr ab. Kasachstan, 29. August 1949, 6 Uhr früh. Codename der Bombe: First Lightning. Berias letzte Worte an Kurtschatow, 10 Minuten vor dem Test, waren: Da wird doch nichts draus, Igor. Daraufhin sprang Kurtschatow auf und rannte zur offenen Tür. Genau in diesem Augenblick bildete sich ein Feuerball, stieg auf, verwandelte sich in eine Pilzform und tauchte die ganze Landschaft in ein gleißendes Licht. Die Wolke stieg immer höher. Kurtschatow packte Berja und rief: Wir haben es geschafft, es funktioniert. Nun war Kurtschatow nicht gerade ein kleiner Mann und er drückte ihn so fest, dass Berja schrie: Lassen Sie mich los, Sie erwürgen mich. Aber Kurtschatow ließ nicht los. Berja schrie so lange, bis sich die Pilzwolke voll entfaltet hatte. Noch bevor die Sowjetunion über die Neuigkeit berichtet hatte, wusste der Westen Bescheid. Die Welt konnte nicht glauben, wie schnell die Sowjets aufgeholt hatten. Stalin hatte seine Bombe 1 Jahr vor dem von ihm gesetzten Ultimatum bekommen. Die Landschaft trägt noch immer die Narben von dem Tag, an dem das gemeinsame Wettrüsten begann. Jetzt besaßen 2 Nationen die schreckliche Macht, die Menschheit zu vernichten. Es war der Anfang des Kalten Krieges. Ein tödlicher Wettkampf hatte begonnen, der die Welt in den nächsten 40 Jahren in Angst und Schrecken versetzen sollte.
Wie Pavel Vasilitsch mich an, wo ist die Krawatte? Und wir fanden schließlich eine, irgendwo auf der Militärbasis. Der Grund für die Aufregung war der Besuch Lavrenti Berias, der dem großen Ereignis beiwohnen wollte. Für die Wissenschaftler war es ein kritischer Augenblick. Wenn der Reaktor nicht funktionierte, würden sie ihren Job verlieren, wenn nicht gar Schlimmeres. Als Beria ankam, trug er wie immer seinen dreiteiligen Anzug. Er war ein kleiner Mann von quadratischem Körperbau, sehr eindrucksvoll. Kurchatow stellte uns vor und wir fingen mit der Demonstration an. Die Lampen gingen an, die Nadeln an den Messgeräten schlugen aus, die Signale setzten ein. Und die Wachen bekamen Angst, als der Neutronenzähler anfing zu tickern. Der F1 fing um 18.01 Uhr an zu arbeiten. Jetzt blieben den Physikern noch weniger als 4 Jahre. Dann musste die Bombe für Stalin fertig sein. Kurchatow wollte unbedingt, dass Beria erfuhr, wie gut seine Männer bis dahin gearbeitet hatten. Kurchatow sagte, das ist unsere Kettenreaktion, und er führte Beria herum, aber der antwortete, was wollen Sie, Igor, mein Freund? Zünden Sie eine Bombe für mich und ich werde Sie umarmen. Eight of Britain's newest transport planes, the big Hanley Page Hastings aircraft, have now joined in the RAF Berlin airlift. Our pictures show them leaving Dishforth in Yorkshire on their flight to Germany. Im Sommer 1948 kam es zwischen Kommunismus und Kapitalismus zu einer erbitterten Kraftprobe um Berlin. Über Europa senkte sich ein eiserner Vorhang und die Welt stand erneut an der Schwelle eines Krieges. Millions of people live or die, depending on our adaptability. Stalin versuchte, die Kontrolle über die alliierten Sektoren zu erlangen, indem er eine Blockade über die Stadt verhängte. Die Briten und Amerikaner flogen mit ihren Militärflugzeugen genügend Nahrungsmittel und Kohle in die Stadt und zwangen Stalin dadurch nachzugeben. Es war das letzte Mal, dass die Sowjets ohne eine Atombombe überrascht wurden, mit der sie ihre Drohungen untermauern konnten. Mit dem Erfolg ihres ersten Reaktors hatten Kurchatows Männer einen Riesenschritt nach vorn getan. Jetzt machten sie sich für den nächsten bereit. In Příbram, in der ehemaligen Tschechoslowakei, wurde in knapp 100 Meter Tiefe Uran gefunden. Es war von den Deutschen gegen Ende des Krieges erbeutet worden und wurde nun in die Sowjetunion gebracht. Das genaue Gegenteil von dem geschah, was General Gross, der Chef des Manhattan Projects, seiner Regierung vorausgesagt hat. Nach Aussage von Terlecki war Bohrs eigene Erklärung noch verblüffender. Er wollte, dass jedes Land über die Konstruktion der Atombombe informiert wurde und auch selber eine besaß. Und Russland sollte das erste dieser anderen Länder sein. Bohr unterstützte den Smythe Report und das gab den Sowjets vermutlich das Vertrauen, den Inhalt zu studieren, ohne Falschinformationen zu befürchten. Damit waren sie ihrem Ziel, eine Atommacht zu werden, einen großen Schritt näher gekommen. Einige Monate nach dem Treffen mit Bohr schickte Kurchatow seine rechte Hand auf eine Reise quer durch die Sowjetunion. Juli Chariton, heute 90 Jahre alt, war damals Sprengstoffexperte. In seiner Jugend hatte er in Cambridge bei Rutherford studiert. Dort, wo auch viele andere Wissenschaftler studiert hatten, die an der Entwicklung der ersten Atombombe beteiligt waren. Ich glaube, dass Chariton deshalb die zentrale Figur in der ganzen Geschichte ist. Er war mit Kurchatow befreundet. Sie kannten sich seit ihrer gemeinsamen Zeit am Leningrader Physikalisch-Technischen Institut in den 20er Jahren. Die beiden arbeiteten ausgezeichnet zusammen und es war Kurchatow, der beschlossen hatte, Chariton in das Projekt mit einzubeziehen. Sehr zur Überraschung vieler, denn zu Stalins Zeiten stellte man sich unter einem Manager jemanden vor,
der mit der Faust auf den Tisch schlug, nicht einen ruhigen Menschen mit zivilisierten Umgangsformen.1946 war Chariton auf der Suche nach einer abgelegenen Gegend, wo Russlands erste Atombombe gebaut werden konnte. Wir benötigten eine freie Fläche mit einem besiedelten Gebiet in der Nähe, wo die Arbeiten mit konventionellen Sprengstoffen durchgeführt werden konnten. Damals reiste er stilvoll, in Begleitung seiner persönlichen Hauswirtschafterin Claudia Jagarowa. In 40 Jahren hat sie sich angewöhnt, sich über die Arbeit ihres Chefs nur sehr zurückhaltend zu äußern. Dies ist der persönliche Salonwagen von Juli Borisowitsch, den er für besondere Verdienste erhalten hat. Was waren das für Verdienste? War er Chefkonstrukteur gewesen? Alles war auf freie Fahrt geschaltet. Sie waren auf dem Weg nach Kasachstan, um die erste rote Bombe zu testen. Alles verlief nach einem genau festgelegten Plan für den Fall, dass der Zug unterwegs in einen Hinterhalt geraten würde. Auf einem Treffen des Politbüros ein paar Tage zuvor hatte jemand gefragt, und was tun wir, wenn die Bombe nicht funktioniert? Stalin hatte geantwortet, wir können die Wissenschaftler erschießen. Am Ende der Reise wartete der Moment der Wahrheit. Er sollte die Nachkriegswelt erschüttern. In den ersten Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges befanden sich die USA im Siegestaumel. Sie hatten über Japan triumphiert, sie hatten die faschistische Bedrohung in Europa erfolgreich bekämpft und sie allein besaßen die stärkste Waffe. Die Amerikaner fühlten sich als die Herren der Welt. Keiner reichte an sie heran. Was sie nicht wussten? Zur gleichen Zeit bereitete sich der sowjetische Geheimdienst auf einen der größten Spionage-Coups der Geschichte vor. Noch heute, über 50 Jahre später, treffen sich sowjetische Agenten, um ihren Sieg in Europa zu feiern und des Triumphes zu gedenken, den der KGB in dem darauffolgenden Kalten Krieg davontrug. Einer ihrer Spitzenleute, General Pawel Sudoplatow, hat seine eigenen Erinnerungen an diese Zeit. Gegen Kriegsende erhielt er eine wichtige Aufgabe, eine Mission, die das Gleichgewicht der Mächte in der Welt für immer ändern würde. Ja, для этой цели внутри. Ich erhielt den Auftrag, im Volkskommissariat eine Spezialabteilung für innere Angelegenheiten zu gründen, um das Atomprojekt zu entwickeln. Diese erhielt den Namen Abteilung S. Die Geheimpolizei, als wir ankamen, gab es dort nichts, außer ein paar halb verfallenen Holzhäusern. Überall war Schlamm und die Grundsteine lagen über das Gelände verstreut. Am See war ein Tisch aufgestellt worden und einige der Wachtposten fingen sofort an, nach Schleien zu angeln. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass es große Schleien waren. Sie haben Bratkartoffeln gebraten und wir haben mit enormem Appetit gegessen und getrunken. Wir waren sehr hungrig von der langen Reise. Melkins Aufgabe bestand darin, einen riesigen Reaktor zu bauen, um das Plutonium für die erste rote Bombe herzustellen.
Das ist er. Heute ist es nur noch eine Ruine. Der Reaktor wurde abgebaut. Doch während seiner Blütezeit produzierte er genügend Plutonium, um hunderte von Kernwaffen zu bauen. Die Leute arbeiteten ohne Unterbrechung. Keiner zählte die Stunden. Denn sie wussten, dass es für unser Land lebenswichtig war, die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschließen. Wir brauchten nur ein Jahr und 8 Monate bis zur Fertigstellung, bis der Reaktor mit voller Kapazität arbeitete. 1 Jahr und 8 Monate. Elfhundert Kilometer weiter, hinter dem Absperrzaun von Arsamas 16, war Juli Chariton jetzt im Besitz des Plutoniums, das er brauchte, um seine Bombe fertigzustellen. Hier in diesem Museum wird noch immer eine Kopie davon aufbewahrt. Selbst ein Laie erkennt sofort, dass sie mit dem Modell identisch ist, das im Museum von New Mexico gezeigt wird. Fat Man, die Bombe, die Amerika über Nagasaki abwarf. Heute kann Chariton endlich offen über seine Arbeit von damals reden. Diese Bombe, oder um genauer zu sein, der Mechanismus im Inneren der Bombe, ist grundsätzlich eine Kopie von dem, den die Amerikaner im Jahre 1945 erstmals getestet haben. Damals hätte er für dieses Eingeständnis erschossen werden können. Im Sommer 1949 waren Kurtschatow und Chariton endlich soweit. Jahre fieberhafter Arbeit würden jetzt auf die... Wir brauchten nur 1 Jahr und 8 Monate bis zur Fertigstellung, bis der Reaktor mit voller Kapazität arbeitete. 1 Jahr und 8 Monate. Elfhundert Kilometer weiter, hinter dem Absperrzaun von Arsamas 16, war Juli Chariton jetzt im Besitz des Plutoniums, das er brauchte, um seine Bombe fertigzustellen. Hier in diesem Museum wird noch immer eine Kopie davon aufbewahrt. Selbst ein Laie erkennt sofort, dass sie mit dem Modell identisch ist, das im Museum von New Mexico gezeigt wird. Fat Man, die Bombe, die Amerika über Nagasaki abwarf. Heute kann Chariton endlich offen über seine Arbeit von damals reden. Diese Bombe, oder um genauer zu sein, der Mechanismus im Inneren der Bombe, ist grundsätzlich eine Kopie von dem, den die Amerikaner im Jahre 1945 erstmals getestet haben. Damals hätte er für dieses Eingeständnis erschossen werden können. Im Sommer 1949 waren Kurtschatow und Chariton endlich soweit. Jahre fieberhafter Arbeit würden jetzt auf die Probe gestellt werden. Die Bombe verließ Arsamas 16, um die mehr als 3200 Kilometer lange Reise nach Kasachstan anzutreten, begleitet von Soldaten, Wissenschaftlern und den führenden Köpfen des Politbüros. Das Schicksal von jedem Einzelnen hing von ihr ab. Kasachstan, 29. August 1949, 6 Uhr früh. Codename der Bombe: First Lightning. Berias letzte Worte an Kurtschatow 10 Minuten vor dem Test waren: Da wird doch nichts draus, Igor. Выскочил и Курчатов через
Daraufhin sprang Kurtschatow auf und rannte zur offenen Tür. Genau in diesem Augenblick bildete sich ein Feuerball, stieg auf, verwandelte sich in eine Pilzform und tauchte die ganze... Es war eine äußerst schwierige Mission und alle drei waren sehr nervös. Schon während der Reise spürte ich, dass wir beobachtet wurden. Wasiljewski sagte, der da ist vom amerikanischen Geheimdienst und der vom finnischen. Sie haben uns nicht aus den Augen gelassen. Als wir endlich die Botschaft erreicht hatten, durfte ich das Haus zunächst nicht einmal verlassen. Ich hatte sozusagen Hausarrest. Sie mussten 2 Wochen warten, bis sie die Erlaubnis erhielten, zum Niels-Bohr-Institut zu fahren. Ihre Notizbücher mussten sie allerdings in der Botschaft lassen. Man erlaubte uns nicht, irgendwelche Papiere mitzunehmen, da man befürchtete, wir könnten ein Dokument zurücklassen. Wir mussten alles im Kopf behalten, unsere Fragen und die Antworten. Niels Bohr empfing uns ziemlich reserviert. Und als wir uns begrüßten, fiel mir auf, dass seine Hände zitterten. Das Gespräch begann unverfänglich. Bohr erkundigte sich nach alten Freunden von der Universität. Aber dann versuchte Terlecki zur Sache zu kommen. Seine Antworten waren nicht gerade aufschlussreich, da wir nach vielen Dingen fragten, von denen auch er nichts wusste. Er fragte uns zum Beispiel nach dem Konstruktionsplan der Bombe oder nach unseren Diffusionstechniken und Anreicherungsanlagen, die er nicht kannte. Bohr war Theoretiker, kein Konstrukteur und daher mit den meisten spezifischen Details des Manhattan Projects nicht vertraut. Das Treffen verlief für Terlecki sehr unbefriedigend. Da er Beria nicht ohne Material gegenübertreten wollte, trafen sich die Russen im Institut zu einem weiteren Gespräch mit Bohr. Bei diesem zweiten Treffen übergab Bohr ihnen ein Geschenk. Es war die Kopie eines Buches über den Bau der amerikanischen Atombombe, geschrieben von einem Physiker, der an dem Manhattan Project mitgearbeitet hatte, Henry Smyth. Das Buch sollte klarstellen, was an dem Atombombenprogramm öffentlich und was geheim war. Es sollte den Physikern verdeutlichen, über was sie frei und offen sprechen durften. Der Bericht war vor 3 Monaten herausgekommen, wenige Tage nach der Bombardierung von Hiroshima. Im September erschienen Anzeigen darüber in der New York Times und es hieß, dass die in Amerika lebenden Russen sofort so viele Exemplare wie möglich aufkauften. Für Terlecki enthielt der Smythe-Report große Neuigkeiten, die von der Abteilung S sofort in Umlauf gebracht wurden. Live or die, depending on our adaptability. Stalin versuchte, die Kontrolle über die alliierten Sektoren zu erlangen, indem er eine Blockade über die Stadt verhängte. Die Briten und Amerikaner flogen mit ihren Militärflugzeugen genügend Nahrungsmittel und Kohle in die Stadt und zwangen Stalin dadurch nachzugeben. Es war das letzte Mal, dass die Sowjets ohne eine Atombombe überrascht wurden, mit der sie ihre Drohungen untermauern konnten. Mit dem Erfolg ihres ersten Reaktors hatten Kurtschatows Männer einen Riesenschritt nach vorn getan. Jetzt machten sie sich für den nächsten bereit. In Příbram, in der ehemaligen Tschechoslowakei, wurde in knapp 100 Meter Tiefe Uran gefunden. Es war von den Deutschen gegen Ende des Krieges erbeutet worden und wurde nun in die Sowjetunion gebracht. Das genaue Gegenteil von dem geschah, was General Groves, der Chef des Manhattan Projects, seiner Regierung vorausgesagt hatte. Selbst Groves wusste, wie schwierig es war, Uran aus Erz von geringer Qualität zu gewinnen. Und da er dachte, die Russen würden über kein hochwertiges Uran verfügen, hatte ihn das zu der Annahme veranlasst, sie würden noch circa 20 Jahre brauchen. 1946 hatte er dem Senatskomitee gegenüber sogar erwähnt, dass die Sowjets gar kein Uran hätten. Unsere eigene Spionageabteilung war in Bezug auf das, was in Russland vor sich ging, absolut unfähig. Terrible.
Seit Stalins Ultimatum waren 2 Jahre vergangen. Man schrieb das Jahr 1947 und die Sowjets verfügten jetzt sowohl über das Rohmaterial als auch über die Technologie, Plutonium für ihre Bombe herzustellen. Was ihnen fehlte, war ein funktionsfähiger Kernreaktor und ein Platz, um ihn zu bauen. Dazu wurde ein junger Ingenieur mit Namen Wladimir Merkin zu Kurtschatow gerufen. Er sagte nur, Sie werden den Reaktor im Ural bauen. Packen Sie Ihre Sachen, Sie reisen morgen ab. Als wir ankamen, gab es dort nichts, außer ein paar halb verfallenen Holzhäusern. Überall war Schlamm und die Grundsteine lagen über das Gelände verstreut. Am See war ein Tisch aufgestellt worden und einige der Wachtposten fingen sofort an, nach Schleien zu angeln. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass es große Schleien waren. Sie haben Bratkartoffeln gebraten und wir haben mit enormem Appetit gegessen und getrunken. Wir waren sehr hungrig von der langen Reise. Igor Kurtschatow, ein brillanter Physiker, der das sowjetische Atombombenprojekt leitete. Kurtschatow gab sich alle Mühe, mit der Flut von Informationen fertig zu werden. Aber ohne Unterstützung war das ein hoffnungsloses Unterfangen. Wie schwach die Position der Sowjets wirklich war, war deutlich geworden, als die amerikanische Atombombe Japan verwüstete. Dieses Ereignis veranlasste Stalin zu einem Ultimatum. In 5 Jahren musste die sowjetische Atombombe fertig sein. Stalin übergab Beria die Führung des Projekts und rief Pawel Sudoplatow dazu. Sudoplatow verpflichtete umgehend Leute, die genug von Wissenschaft verstanden, um das Material in den Kellern zu sichten und die verschwiegen genug waren, nicht über dessen Existenz zu sprechen. Die Geheimpolizei übernahm die Rekrutierungen. Der erste, der Besuch bekam, war ein junger Physiker namens Jakow Terlecki. Ich wurde in das Hauptquartier des Geheimdienstes in der Lubjanka bestellt und so eine Einladung galt generell als unerfreulich. Der nächste, den Sudoplatows Männer aufsuchten, war Arkadi Rylov. Einer der Männer sagte zu mir, melden Sie sich in der Lubjanka. Ich war entsetzt und habe gefragt, was habe ich getan? Sie fingen an zu lachen, weil ich gedacht hatte, sie wollten mich verhaften. Sie hatten sich einen Spaß mit mir gemacht und sagten, wir schicken Sie nicht ins Gefängnis, man bietet Ihnen einen Job an. Ich informierte Beria über meine Auswahl und er erteilte mir den Auftrag, die beiden Männer genau unter die Lupe zu nehmen. Er wollte wissen, ob sie tranken, zu viel redeten und so weiter. Als ich ihm sagte, so genau würde ich sie noch nicht kennen, antwortete er, ich sage Ihnen, was Sie tun werden. Laden Sie sie zu sich zum Essen ein. Sorgen Sie dafür, dass während des Essens reichlich zu trinken auf dem Tisch steht. Cognac, Wodka und Wein und bieten Sie viele Vorspeisen an. Ich fragte ihn, wo soll ich das alles hernehmen? Und er antwortete, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Wir liefern Ihnen alles in Ihre Wohnung. Es war eine feudale Party. Für damalige Verhältnisse überwältigend. Es gab Weine und verschiedene Vorspeisen. Aber mir unter Beobachtung, wie es damals hieß, darüber gibt es keinen Zweifel. Ein Mann des Geheimdienstes war ständig an meiner Seite. Sie lebten praktisch mit mir zusammen in meiner Wohnung. Sie waren Tag und Nacht in meiner Nähe. Die Geheimpolizei hatte ihre Spitzel überall.
Dies war eine äußerst wichtige Geheimoperation und der Preis für jeden, der aus der Reihe tanzte, war hoch. Einer der Männer, die diesen Preis bezahlen mussten, war der Chef der Montageabteilung im Hauptwerk. Er durfte eine offizielle Reise zurück nach Moskau antreten. Er hatte einigen seiner Verwandten gegenüber erwähnt, sie würden es den Amerikanern schon zeigen. Sie hätten ein Budget von so und so vielen Millionen und ihr Projekt würde ein großer Erfolg werden. Für den KGB war das Grund genug, dafür zu sorgen, dass er für 8 Jahre ins Zuchthaus kam. In dieser Atmosphäre der Angst warteten andere gar nicht erst auf ihre Bestrafung. Einer der Arbeiter legte einige Dokumente aus einem Ordner in einem anderen ab. Dann vergaß er es und konnte sie nicht wiederfinden. Er wusste, welche Probleme auf ihn zukommen würden, da er nicht beweisen konnte, dass er sie nicht an irgendeinen Spion verkauft hatte, und erschoss sich. Die Anlagen, um die Bombe zu bauen, waren fertiggestellt. Aber ein wichtiger Bestandteil fehlte noch: eine ausreichende Menge an Uran. Der entscheidende Hinweis, der ihnen wahrscheinlich ein Jahr Arbeit ersparte, kam aus dem besetzten Ostdeutschland. Sowjetische Wissenschaftler, die im Nachkriegsdeutschland arbeiteten, hörten Gerüchte, dass es in der Nähe der amerikanischen Zone große Mengen von Uran geben sollte. Sie wussten nicht genau, wo das Uran zu finden sein sollte. Also haben wir auf dem Fabrikgelände die einzelnen Werkstätten untersucht und tatsächlich fanden wir in einer eine große Menge kleiner Behälter. Auf einem lag ein Stück. Kurchatow sagte, das ist unsere Kettenreaktion, und er führte Beria herum, aber der antwortete: Was wollen Sie, Igor, mein Freund? Zünden Sie eine Bombe für mich und ich werde Sie umarmen. Eight of Britain's newest transport planes, the big Hanley Page Hastings aircraft, have now joined in the RAF Berlin airlift. Our pictures show them leaving Dishforth in Yorkshire on their flight to Germany. Im Sommer 1948 kam es zwischen Kommunismus und Kapitalismus zu einer erbitterten Kraftprobe um Berlin. Über Europa senkte sich ein eiserner Vorhang und die Welt stand erneut an der Schwelle eines Krieges. Millions of people live or die, depending on our adaptability. Stalin versuchte, die Kontrolle über die alliierten Sektoren zu erlangen, indem er eine Blockade über die Stadt verhängte. Die Briten und Amerikaner flogen mit ihren Militärflugzeugen genügend Nahrungsmittel und Kohle in die Stadt und zwangen Stalin, dadurch nachzugeben. Es war das letzte Mal, dass die Sowjets ohne eine Atombombe überrascht wurden, mit der sie ihre Drohungen untermauern konnten. Mit dem Erfolg ihres ersten Reaktors hatten Kurchatows Männer einen Riesenschritt nach vorn getan. Jetzt machten sie sich für den nächsten bereit. In Příbram, in der ehemaligen Tschechoslowakei, wurde in knapp 100 Meter Tiefe Uran gefunden. Es war von den Deutschen gegen Ende des Krieges erbeutet worden und wurde nun in die Sowjetunion gebracht. Das genaue Gegenteil von dem geschah, was General Groves, der Chef des Manhattan Projects, seiner Regierung vorausgesagt hatte. Selbst Groves wusste, wie schwierig es war, Uran aus Erz von geringer Qualität zu gewinnen. Und da er dachte, die Russen würden über kein hochwertiges Uran verfügen, hatte ihn das zu der Annahme veranlasst, sie würden noch circa 20 Jahre brauchen. 1946 hatte er dem Senatskomitee gegenüber sogar erwähnt, dass die Sowjets gar kein Uran hätten. Unsere eigene Spionageabteilung war in Bezug auf das, was in Russland vor sich ging, absolut unfähig.
Seit Stalins Ultimatum waren 2 Jahre vergangen. Man schrieb das Jahr 1947 und die Sowjets verfügten jetzt sowohl über das Rohmaterial als auch über die Technologie, Plutonium für ihre Bombe herzustellen. Was ihnen fehlte, war ein funktionsfähiger Kernreaktor und ein Platz, um ihn zu bauen. Dazu wurde ein junger Ingenieur mit Namen Wladimir Merkin zu Kurtschatow gerufen. Er sagte nur, Sie werden den Reaktor im Ural bauen. Packen Sie Ihre Sachen. Man bietet Ihnen einen Job an. Ich informierte Beria über meine Auswahl und er erteilte mir den Auftrag, die beiden Männer genau unter die Lupe zu nehmen. Er wollte wissen, ob sie tranken, zu viel redeten und so weiter. Als ich ihm sagte, so genau würde ich sie noch nicht kennen, antwortete er, ich sage Ihnen, was Sie tun werden. Laden Sie sie zu sich zum Essen ein. Sorgen Sie dafür, dass während des Essens reichlich zu trinken auf dem Tisch steht. Cognac, Wodka und Wein und bieten Sie viele Vorspeisen an. Ich fragte ihn, wo soll ich das alles hernehmen? Und er antwortete, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Wir liefern Ihnen alles in Ihre Wohnung. Es war eine feudale Party. Für damalige Verhältnisse überwältigend. Es gab Weine und verschiedene Vorspeisen. Aber mir fiel auf, dass Sudo Platow kaum etwas trank. Er nippte nur. Und alle anderen tranken auch nur sehr wenig. Also bin ich ihrem Beispiel gefolgt. Wir tranken auf die Gesundheit von Stalin, auf die von Beria. Alle möglichen Toasts wurden ausgesprochen und dann haben wir uns getrennt. Die beiden jungen Wissenschaftler hatten den Test bestanden und nahmen ihre Arbeit als Agenten für die Abteilung S auf. Die Geheimdokumente, die sie in den Kellern der Lubjanka vorfanden, waren überwältigend. Diese ungeheuer wertvollen Informationen hatten hier 4 Jahre lang auf Eis gelegen. Die Abteilung S wurde erst ins Leben gerufen, als die beiden Bomben in Japan explodiert waren. Dann erinnerten sich plötzlich alle wieder an das Material, das da lagerte. Die sowjetische Geheimpolizei hatte seit Kriegsbeginn Unmengen von Dossiers über die Atombombe angelegt. Einige der wertvollsten Informationen kamen aus New York über einen Agentenführer des KGB, der vom sowjetischen Konsulat aus operierte. Sein Name war Anatoli Jakovlev. Hinter dem Projekt mit dem Codenamen Enormous verbarg sich ein Spionagering, der berüchtigt wurde als das erfolgreichste Spionagenetzwerk, das jemals von ausländischem Gebiet aus agierte.